der Berge. Unbezwungen bis nach der Mitte des 19. Jahrhunderts. 1865 wollen gleich zwei Seilschaften als erste oben sein. Italienische Bergsteiger gegen britische. Das britische Team gewinnt. Aber der Triumph wird zur Tragödie. Beim Abstieg stürzen vier Männer in den Tod. Jetzt wollen Nachfahren der Erstbesteiger herausfinden, was damals am Berg geschah. Forensische Untersuchungen und historische Dokumente geben Aufschluss. Das ist unerhört. War es ein Unfall? Sabotage? Oder war es gar Mord? In Zermatt treffen sich sieben Bergsteiger zu einer waghalsigen Expedition. Vier Engländer, ein Franzose und zwei Zermatter. Ihr Ziel ist das Matterhorn, eine begehrte Trophäe. Der letzte unbesiegte 4000er der Alpen. Lord Francis Douglas. Hudson, I'm glad you could join. Well, gentlemen, for Queen and Country. For Queen and Country. Es ist der 13. Juli 1865. Vier von ihnen werden den nächsten Tag nicht überleben. Kopf der Gruppe ist Edward Whymper, ein von Ehrgeiz getriebener Brite aus einfachen Verhältnissen. Ein wagemutiger Bergsteiger, der um jeden Preis nach oben will. Auch in der Gesellschaft. Seit Wochen wartet Whymper auf den günstigen Augenblick. Siebenmal hat er schon versucht, das Matterhorn zu besteigen. Siebenmal ist er gescheitert. Hier war ein sehr ernster junger Mann, der sich selbst ziemlich wichtig nahm. Ehrgeizig und extrem gut in Form. Um sich fit zu halten, lief er von einer Seite Londons zur anderen und schnurstracks aufs Land hinaus. Von Beginn weg unternahm er Erstbesteigungen. Zehn Minuten Pause. Er wurde in die Alpen geschickt, nicht zum Klettern, sondern zum Arbeiten. Der Verleger Longman wollte von ihm Zeichnungen als Vorlagen für einen illustrierten Band. So verdiente er sein Geld. Whymper ist Journalist. Er beschreibt und illustriert seine Kletterabenteuer in erfolgreichen Büchern. Whymper war richtig scharf aufs Matterhorn. Richtig scharf. Das Matterhorn war der letzte, noch nicht bestiegene 4000er. Da wollten verschiedene Engländer die Lorbeeren einer Erstbesteigung holen. Und dafür brauchten sie Bergführer. Und die haben alle mit Bergführer das unbedingt machen. Die meisten Bergführer von damals wollten nichts von einer Besteigung des Matterhorns wissen. Zu schwierig, zu gefährlich. Ein unmögliches Unterfangen. Nicht so die beiden Zermatter, Taugwalder Vater und Sohn. Sie glauben an eine Besteigung von Norden her. Peter Taugwalder Vater, 45, ist ein Führer der ersten Generation. Sein Sohn, auch Peter, ist 22 und begleitet ihn als Träger. Schau oben am Gipfel. Er ist nicht so steil, wie wir dachten. Pioniere, auch sie getrieben von Ehrgeiz. Die Bergsteiger von damals waren Pioniere. Sie wussten nicht, was in den Bergen erwartet. Es war wirklich à la Indiana Jones. Sie waren schon immer die wahren Helden. Das sind immer die Helden eigentlich. Auch Reverend Charles Hudson und seinem jungen Begleiter Douglas Haddow lässt das Matterhorn keine Ruhe. Douglas Haddow ist der Sohn eines reichen Reeders aus London. Ein erstklassiger Sportler und Athlet. Am Berg jedoch ein Anfänger.
Er wird beim Drama am Matterhorn eine wichtige Rolle spielen. Pen Haddo ist Douglas Haddos Urgroßneffe. Die Geschichte seines berühmten Ahnen hat ihn von klein auf beschäftigt. Pen Haddo, selbst ein erfahrener Abenteurer, wanderte 2003 als erster ganz alleine zum Nordpol. Meine Entdeckungsreisen, warum ich Polarforscher geworden bin, das hängt alles eng zusammen mit den Ereignissen am Matterhorn im Jahre 1865. Für Pen Haddo ist die Spurensuche auch eine Frage der Ehre. Seit 150 Jahren liegt die Matterhorn-Katastrophe wie ein dunkler Schatten über der Familie. Denn sein Vorfahre wurde für das Unglück verantwortlich gemacht. Ich hoffe, beweisen zu können, dass er der Sündenbock war, aber nicht schuld am Unglück. Er war der am wenigsten Verantwortliche des ganzen Unternehmens. In Zermatt angelangt, zieht es Pen Haddo zum Schicksalsberg seines Ahnen. Er sieht ihn zum ersten Mal. Oh my goodness. Oh Gott, das ist ein wirklich beachtlicher Berg. Sehr eindrucksvoll. Seriously striking. Ein überwältigender Gipfel. Wie ein roher Diamant. Ich freue mich sehr, ihn so zu sehen, im Abendlicht. Jetzt verstehe ich, warum die Menschen damals meinten, er könne nicht bestiegen werden. Er wirkt ziemlich aggressiv. Das Matterhorn hat die Faszination einer Frau und die Macht eines Giganten, schrieb ein Verehrer. Lange Zeit indes interessierte sich niemand für die Berge, auch nicht fürs Matterhorn. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts kommen Wissenschaftler in die Alpen und vermessen Gletscher, Gipfel und Grate. Später erklimmen vorwiegend britische Abenteurer Gipfel um Gipfel. Der Berg wird zur Trophäe. Bergsteigen zum Leistungssport. Die Briten behaupten gerne, sie hätten den Alpinismus erfunden. Das stimmt nicht. Schweizer und Franzosen bestiegen zuerst den Mont Blanc. Aber das hat die Fantasie der Briten angeregt. Es ist das Zeitalter der großen Entdeckungen. Die Gipfel der Alpen gehören zu den letzten weißen Flecken auf der Landkarte. Hier finden Pioniere wie Whymper die Abenteuer, die sie suchen. Das war jetzt eine Stunde. Geht voran. Ich folge. Mit 25 Jahren ist er bereits der erfolgreichste Bergsteiger seiner Zeit. Als Mensch soll er unnahbar und barsch gewesen sein. Ein Alpinist mit solchen Zielen wie Whymper musste ein Egoist sein, wollte er diese erreichen. Ich meine, es gibt kaum einen egoistischeren Sport als den Alpinismus. Ich denke schon, dass seine Erfolge seinem Charakter zuzuschreiben sind, aber auch seine Misserfolge. Heute ist vor allem die Schweizer Nordseite des Matterhorns bekannt. 1865 vermuteten die Experten noch, der Berg sei von der italienischen Südseite leichter zu besteigen. La Gran Becca nennt man dort das Matterhorn. Am 10. Juli 1865 wandert Whymper am Südhang des Matterhorns ins Dörfchen Breuil, dem heutigen Cervinia. Von dort aus will er das Matterhorn besteigen. Schlechtes Wetter zwingt ihn zu warten. Das noch größere Problem: er ist alleine. Whymper hatte sich lose mit dem erfahrenen italienischen Bergführer Jean-Antoine Carrel verabredet. Doch Carrel sagt ab. Auch die anderen Bergführer des Dorfes sind ausgebucht. Wenn Whymper keinen findet, wird ihm die erhoffte Erstbesteigung nicht gelingen.
Er fürchtet, ein Konkurrent aus dem Alpine Club könnte ihm dann am Matterhorn zuvorkommen. Am 12. Juli reißt der Himmel endlich auf. Doch Whymper hat noch immer keinen Bergführer gefunden. Der ehrgeizige Engländer spürt, dass irgendetwas im Gange ist. Garrel ist ohne ihn unterwegs zum Gipfel. Der Italiener will den Ruhm der Erstbesteigung ganz für sich. Garrel, du hinterhältiger Teufel. Carrel wurde vom italienischen Alpenclub eingespannt. Dieser wollte, dass das Matterhorn von einer italienischen Equipe zuerst bestiegen werde. Es war einer der letzten 4000er und es sollte einen italienischen Sieg geben. Vermutlich auch, um die Einheit Italiens zu zelebrieren, die wenige Jahre zuvor zustande kam. Whymper schmiedet neue Pläne. Später wird er schreiben. Die Italiener waren mir zuvorgekommen. Vielleicht gab es doch noch eine Möglichkeit, sie auszumanövrieren. Er plant, das Matterhorn von Zermatt aus zu besteigen. Moment, ich komme! Niemand kann sagen, wie die Erstbesteigung des Matterhorns verlaufen wäre, wenn nicht der Zufall seine Hand im Spiel gehabt hätte. Denn überraschend trifft in diesem Moment ein junger britischer Adliger in Broil ein, Lord Francis Douglas. Der 19-Jährige ist mit Queen Victoria verwandt. Er befindet sich auf einer ausgedehnten Alpenreise. Für Whymper kommt Lord Douglas wie gerufen. Edward Whymper, nehme ich an. Sie sind das Gesprächsthema im Alpine Club. Bin ich das? Und wer sind Sie? Lord Francis Douglas, dabei das Matterhorn zu besteigen. Das sehe ich. Haben Sie einen Träger, einen Führer? Ja, in Zermatt. Gut, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Wir müssen die Italiener schlagen. Sehr gut, gehen Sie voran. In Rekordzeit eilen Douglas und Whymper von Broil nach Zermatt. Auf dem Weg liegt die Hütte eines Bergführers, den Lord Douglas von einer früheren Tour her kennt. Peter Taugwalder lebt dort mit seinem 22-jährigen Sohn. Die Taugwalders sind arme Bergbauern. Da kommen wohlhabende Bergsteiger gerade recht. Guten Tag. Peter Taugwalder hatte verschiedene Erstbegehungen gemacht. Er war einer der Besten seiner Zeit. Aus diesem Grund ist es kein Zufall, dass Whymper gerade ihn für die Erstbesteigung auswählte. Merci. We must depart instantly. Time is of the essence. We haben Eile. Les Italiens sont déjà partis. Heute ist Sport. Morgen geht's. On partit demain matin de Zermatt. Maria, tu es vino. Sehr gut. Very well. In the morning it'll be. Good. I'll drink to that. Santé. Ja, immer wird viel. Oft wird gesagt, Peter Taugwalder sei wegen des Geldes in die Berge gegangen. Ich glaube das nicht. Es war für ihn eine Passion, ein Lebensziel, den Gipfel des Matterhorns als Erster zu erreichen. Der Gipfel als Erster zu bestiegen. Es scheint, dass Whymper gewisse Zweifel hatte, ob Taugwalder der schwierigen Situation gewachsen wäre. Aber er musste nehmen, was verfügbar war. Viele Zermatter Führer mieden das Matterhorn wegen dessen fürchterlicher Aura. Whymper wollte den Gipfel unbedingt vor Carrel haben. Und darum bildet er dieses Ad-Hoc-Team mit Lord Douglas und den beiden Taugwalder. And the two Taugwalders. Es bleibt nicht viel Zeit. Am Abend geht es runter nach Zermatt. Von hier aus soll das Matterhorn am nächsten Tag angegangen werden. Der 45-jährige Peter Taugwalder soll die Kletterpartie anführen. Sein Sohn wird eilig vom Träger zum Bergführer befördert.
Edward Whymper hofft, dass die Italiener noch zu schlagen sind. Finanziert wird das Unternehmen von Lord Francis Douglas. Am Abend treffen weitere Teams in Zermatt ein. Der Wettstreit um die Erstbesteigung geht in die entscheidende Phase. Whymper und Lord Douglas logieren im Hotel Monte Rosa. Dort kommt es zu einer Überraschung. Am Abend vor dem Aufstieg dinieren sie im Hotel Monte Rosa. Und wer taucht da plötzlich auf? Pfarrer Hudson. Hudson ist Englands bekanntester Bergsteiger und Whympers schärfster Konkurrent. Zusammen mit seinem jungen Freund Haddo, bei dessen erster Saison in den Alpen. Und Michel Croz, der berühmte Führer aus Chamonix, alter Kamerad von Whymper, der ursprünglich nicht mit konnte, weil er sich anderweitig verpflichtet hatte. Auch sie wollten aufs Matterhorn. Nach einer kurzen Besprechung schlägt Whymper vor, dass alle sieben gemeinsam aufsteigen. Es wäre verrückt gewesen, in zwei konkurrierenden Seilschaften den Hörnli-Kamm hochzuklettern. Eben noch wollte jeder für sein Land den Sieg erringen. Nun versuchen sie es gemeinsam. Sie waren noch nie zusammen zu Berg gegangen. So etwas würde ich nie tun. Wenn ich zum Beispiel im Himalaya eine Erstbesteigung mache, bereite ich mich mit meinem Partner darauf vor. Wir klettern zusammen, damit wir uns kennenlernen und verstehen. Die Seilschaft entstand aus der Not heraus. Die sieben zusammengewürfelten Teilnehmer waren Konkurrenten und sie ließen sich unter Druck setzen. Die Leute haben lassen unter Druck setzen. Am nächsten Morgen ist das Wetter gut. Die Männer kommen schnell voran. Noch besteht die Chance, die Italiener zu übertrumpfen. Um die Route der Erstbesteiger nachzuverfolgen, steigt Pen Haddo, der Urgroßneffe des Erstbesteigers, mit dem Schweizer Bergführer und Alpinhistoriker Hermann Biener zum sogenannten Hohlicht auf. Die Stelle liegt der Nordwand des Matterhorns direkt gegenüber. Whymper und Hudson were experienced. Whymper und Hudson waren erfahren. Whymper hatte viele schwierige Besteigungen absolviert, Hudson ebenso. Douglas war gerade auf dem Obergabelhorn gewesen, was nicht leicht war. Aber Douglas Haddo war vor allem zu Hause geklettert. Haddo war sehr trainiert, aber mit 18 oder 19 Jahren sah er keine Gefahr. Es ist unglaublich. Er klettert erstmals richtig und das in der Nordwand des Matterhorns. Wo zuvor niemand gewesen ist. Ich würde das nicht tun. So denken Teenager. Ja, typisch Teenager. Ich sterben? Nie. Später wird Edward Whymper schreiben. Am ersten Tag wollten wir noch keine große Höhe erreichen. Wir stiegen geruhsam auf am Hörnligrat, der direkt zum Matterhorn hochführt. Wir waren überrascht, dass man an Stellen, die von unten unzugänglich aussahen, ganz unbekümmert herumlaufen konnte. Während die Gruppe um Whymper zügig Fortschritte macht, lassen sich die Italiener Zeit. Sie ahnen nichts von ihrer Konkurrenz. Vor dem Aufstieg gönnen sie sich eine ausgiebige Rast. Sie hatten einen Maulesel dabei, der mit Lebensmitteln beladen war. Und da in Italien magere Zeiten herrschten und die Leute in den Bergen arme Teufel waren, haben sie vor dem Aufstieg vermutlich zuerst einmal alles aufgegessen. Auch auf der Schweizer Seite wird jetzt Halt gemacht. Erst am nächsten Morgen soll der Gipfel in Angriff genommen werden. Durchs Fernglas kannst du die Hörnli-Hütte sehen. 200 Meter oberhalb der Hütte war ihr Lager. Ein Zelt soll die Gruppe vor schlechtem Wetter schützen.
Peter Taugwalder kümmert sich um die Seile. Michel Croix und der junge Taugwalder erkunden das Gelände. Das ist so ein wilder Chamonix. Croix war ein wilder Chamonix. Er war wohl der Stärkste der Seilschaft. Noch einen Zacken besser als der alte Taugwalder. Und Croix war auch ein Haudegen. Aber er war der Leader. Sie kamen zurück und sagten, kein Problem, ist gar nicht so schwierig. Wir hätten schon heute hochklettern können. Aber wenn du am Fuß eines Hangs stehst, sieht alles viel kürzer aus, als es wirklich ist. Für die Erstbesteigung hat man aus England drei Seile mitgebracht. Ein recht dünnes, aber damals völlig normales Standardseil. Ein zweites Seil ist dicker, aber unhandlich und dient als Ersatz. Das dritte Seil ist eine technische Neuheit und soll die Gruppe besonders gut sichern. Erst vor kurzem wurde es speziell für den britischen Alpine Club entwickelt. Diese Spezialanfertigung ist aus drei Teilen Hanf zusammengeflochten. Ein roter Faden dient als Erkennungszeichen des Clubs. Das Seil galt damals als besonders stark. Im Gegensatz zu Schiffstauen ist es dehnbar. Dadurch soll es bei einem Absturz nicht so schnell reißen. Am Abend sind die sieben Männer voller Zuversicht. Für Edward Whymper ist die Seilschaft eine reine Zweckgemeinschaft. Den erhofften Erfolg wird er sich jetzt teilen müssen. Es ist denkbar, dass Whymper deshalb mit seinen neuen Partnern zusammenarbeitete, weil sie Bergführer hatten. Er war ein wirklich getriebener Mann und äußerst ehrgeizig. Selbst wenn er nicht die Führung innehatte, so spielte er sich gern als Anführer auf. Er sah sich als Anführer, von Natur aus. He seemed to be the sort of person who saw himself as the natural leader. July 14, 1865. Der Schicksalstag. Kurz nach Anbruch der Dämmerung beginnt der Aufstieg über den Hörnligrat. Noch immer klettern die Männer ohne Seil. Whymper wird später schreiben: Die Weite des Hangs offenbarte sich. Fast 1000 Meter erstreckte er sich über uns, wie eine natürliche Treppe. Es ist ganz offensichtlich. Es ist ein das Matterhorn ist ein steiler Berg, der auf allen Seiten abfällt. Vom ersten Schritt an hast du die Ostwand zu deiner Linken und zu deiner Rechten die Nordwand. Und du bist meistens auf sehr exponierten Graden unterwegs. Bist du meistens sehr auf sehr exponierten Graden unterwegs? Der Berg versteht keinen Spaß. Jeder, der sich diesem Berg nähert und nicht bereit ist und fähig, den schnappt er. Der schnappt er. 3900 Höhenmeter. So hoch ist noch niemand am Hörnligrat geklettert. Die Bergsteiger legen eine halbstündige Pause ein. Dann geht es zügig weiter, denn keiner weiß, wie weit die italienischen Konkurrenten sind. Die Italiener um Bergführer Carrel kommen ebenfalls gut voran. Auch Whympers Team aus Zermatt macht weiter Fortschritte.
Auf etwa 4200 Metern über Meer wird das Terrain schwieriger. Bis zur Schulter des Herrn Ligrats war alles ziemlich normal. Nicht ganz leicht, man kann auch da tödlich verunglücken. Aber es ist doch verhältnismäßig leicht. Dann, auf einmal, erscheint der Bergrücken fast senkrecht. Laut Wimper soll Crow hier gesagt haben, jetzt beginnt etwas anderes. Nun kommt das neue Seil des Alpine Club zum Einsatz. Michel Crow übernimmt die Führung der Seilschaft. Es wurde entschieden, alle sieben ans selbe Seil zu binden, um stärker zu sein, falls einer fällt. Andererseits, wenn drei oder vier fallen, kann man sie nicht halten. Damals war der richtige Umgang mit Seilen nicht geläufig. Die Arbeit, so Wimper, wurde schwierig. An einigen Stellen gab es wenig Halt. Zwischen den Felsschichten war Schnee, sodass nur gelegentlich Steine hervortraten. Weil ihnen die Wand zu steil vorkam, scherten sie aus. Ich bin selbst schon dort gewesen. Man steht über einem enormen Abgrund. Alles fällt steil nach unten ab. Es ist gigantisch. Das Terrain ist nicht übermäßig schwer, aber Fels und Eis sind brüchig. Man bewegt sich auf losem Grund. Dort gibt es wenig, woran man sich festhalten kann. Man wird sich bewusst, dass ein Ausrutscher tödlich sein kann. Die Zeit drängt. Konkurrenzdenken treibt das Wimper-Team immer höher. Sie wollen vor den Italienern oben sein, koste es, was es wolle. Die sind nachher nach rechts ausgewicht. Sie wichen nach rechts in die Nordwand aus, weil sie hofften, da würde es einfacher sein. Aber das Nordwandambiente hat nichts mit dem Hörnligrad zu tun. Es ist steil, schwierige Kletterei. Das war etwas ganz anderes. Das spürten sie auch. Sie hatten die größte Mühe damit. Und sie haben die größte Mühe gehabt. Für den Unerfahrensten im Team war dies mit Sicherheit am schwierigsten, technisch und psychologisch. Es war Douglas Haddow. Er war ein Teenager. In diesem Moment hätte der eine oder andere erfahrene Bergsteiger sagen können, wir sind in Gefahr, wenn ein so unerfahrener junger Mann mitklettert. Es ist genug für Haddow. Jemand muss runter mit ihm. Aber eine solche Diskussion fand nie statt. Keiner denkt an eine Umkehr. Alle hängen an einem Seil. Dann, plötzlich, der Gipfel ist zum Greifen nah. Der Hang wird unerwartet flach. Doch gemeinsam sind sie zu langsam. Wimper trifft eine folgenschwere Entscheidung. Man kann sich den erfahrenen, ehrgeizigen jungen Wimper vorstellen, wie er sich zurückgehalten fühlte. Alles ging ihm zu langsam. Dann sieht er den Gipfel seiner Träume und denkt, ich will nicht länger warten, ich will hinauf. Irgendwie löst er sich aus dem Seil und rennt los, um als Erster oben zu sein. Aus lauter Ungeduld. Sheer impatience.
Auch Michel Crow macht sich frei und heftet sich an Whimpers Fersen. Es ist schon so, dass der Whimper. Whimper hatte dieses Ziel seit Jahren im Kopf. Und da wollte er es sich nicht nehmen lassen. Wenn du so nah am Ziel bist, hast du sicher den Gedanken, jetzt ist es meins. Jetzt will ich hoch. Jetzt ist es meins, oder? Jetzt will ich dann prüfen. Klar, das zeigt sicher. Es zeigt seinen Charakter, aber auch seine Verbissenheit. Auf das, was er so lange geplant hat. Über die letzten Meter schreibt Whimper. Je höher wir stiegen, umso größer wurde unsere Aufregung. Wie leicht konnten wir noch im letzten Augenblick von den Italienern geschlagen werden? Um 13.40 Uhr erreichen Whimper und Crow den Gipfel des Matterhorns. 4.478 Meter über Meer. Die Vorstellung, als Erster oben zu sein, auf diesem angeblich unerreichbaren Punkt, das ist sehr aufregend. Was für eine Erleichterung! Die Italiener um Carrel haben es nicht geschafft. Dann wird die Erleichterung zum Triumph. Er ruft Carrel zu, dass sie als Erste oben sind. Italiener! Und als Carrel das nicht merkt, wirft er Steine runter, damit die Italiener sie sehen. Italiener! Ich habe euch besiegt! Es ist nicht das erbaulichste Kapitel in der Geschichte des britischen Alpinismus. Zehn Minuten später erreichen auch die anderen den Gipfel. Es ist ein Triumph, nicht nur für Whimper. Diesen Rekord kann dem Team keiner mehr streitig machen. Es ist ein Rekord für die Ewigkeit. Die Italiener sind geschlagen. Die Italiener am Berg waren sehr enttäuscht. Unten in Bröl dachten ihre Landsleute, sie hätten es geschafft. Erst als sie zurückkamen, wurde klar, dass die anderen erfolgreich gewesen waren. Die Sieger auf dem Gipfel nehmen sich eine Stunde Zeit, um ihren Triumph zu genießen. Ich glaube, es schlugen zwei Herzen in ihm. Einerseits war er überglücklich, dass er den Gipfel bestiegen hatte mit seinem Sohn. Andererseits hatte er Respekt. Er wusste, er hatte Leute am Seil, die bergsteigerisch nicht gut waren. Sie waren schlecht ausgerüstet. Er wusste genau, was auf sie zukommen würde. Da war auch noch sein Sohn, für den er Verantwortung trug. Das hat ihm sicher Respekt eingeflößt.
Gegen 15 Uhr beginnen Crow, Haddo, Hudson und Douglas als Erste mit dem Abstieg. Whimper bleibt zurück. Er will noch rasch eine Skizze anfertigen. Whimper lingers. Whimper bleibt zurück, um den glorreichen Moment zu genießen. Die anderen gehen voraus. Michel Crow vorn und hinter ihm der junge Haddo, damit Crow ihm bei schwierigen Abschnitten helfen kann. Der Abstieg ist anspruchsvoller als der Aufstieg. Um den Anschluss an die Vierergruppe nicht zu verlieren, macht sich auch Taugwalder Senior auf. Wimpers Abstieg verzögert sich weiter. Er schreibt die Namen der Erstbesteiger nieder und versiegelt das Papier in einer Flasche. Dann folgen er und Taugwalder Junior allen anderen. Jetzt sind alle sieben im Abstieg. Ganz vorn die Viererseilschaft mit Crow, Haddo, Hudson und Lloyd Douglas. Der einzeln absteigende Taugwalder Senior holt auf. Als er die Vier erreicht, seilt er sich mit Lord Douglas zusammen. Schließlich schließen auch Whimper und Taugwalder Junior auf. Die zwei seilen sich an Taugwalder Senior an. Nun sind wieder alle sieben angeseilt. All good? Yes, it's good. Onwards! Es sind die Seile, die die Männer in einer Schicksalsgemeinschaft aneinanderketten werden. Im Leben wie im Tod. Man weiß doch, wie furchterregend dieser Abschnitt ist. Dennoch schlägt keiner vor, einen der wenigen Felsvorsprünge als Verankerung für ein Sicherungsseil zu verwenden. Es gab diese Diskussion, aber dann ist man weitergegangen, ohne eine Entscheidung zu treffen. Dann kommt die Stelle, die schon beim Aufstieg sehr schwierig war. Dass sie zu siebt an einem Seil waren, das war ein Riesennachteil. Dadurch wurde die Bewegung blockiert. Alleine das ist schon tödlich. Und dann, das ist sicher dem jungen Haddo passiert, dann kommt die Angst. Man muss sich bewegen können. An einer solchen Stelle warten zu müssen, ist psychologisch schrecklich. Du willst dich bewegen, auch wenn es noch schwieriger wird. Wenn du nicht vorankommst, kommt die Anspannung. Der Körper kühlt mehr und mehr aus. Du wirst steif und bist nicht mehr in der Form, die es braucht. Wissen Sie, sie wollen da raus, sie möchten nicht warten. Denn sie merken, es ist verdammt heikel hier. Es ist der letzte Ort, wo man nicht vorwärts will. Das ist ganz schlecht. Haddo ist jetzt auf Hilfe angewiesen. Um Halt zu geben, sichert ihm Crow am Fels den Tritt. Als das Unglück passiert, ist es kurz nach 15 Uhr. Ah!
Michel Crowe, Douglas Haddow, Charles Hudson und Lord Douglas stürzen ab. Sie sind die ersten Opfer des Matterhorns. Hudson! Douglas! Douglas! So etwas geht in den Bergen unglaublich schnell, glaub's mir. Eben noch hast du starke, fröhliche Männer. Männer, die glauben, berühmt zu sein, die das Matterhorn bestiegen haben. Und 5 Sekunden später sind sie tot. Einfach weg. Der furchtbare Blick in den entsetzten Gesichtern, als sie abstürzen und verschwinden. Und dann bleiben 3 zurück. Wie Wimper erzählt, waren alle wie gelähmt. Eine halbe Stunde lang bewegten sie sich kaum. Sie standen am Hang und zitterten vor Schreck. Plötzlich sieht man, was passieren kann. Das geht durch Mark und Bein und man wird verunsichert. Wimper schreibt, die Taugwalder zitterten und weinten, wie kleine Kinder. Das ist absolut normal. Das war ein totaler Schock. Und Wimper, sagte der junge Taugwalder, habe auch gezittert. Auch ein Engländer kann mal ins Zittern kommen. Sie waren alle 3 komplett fassungslos. Da gibt's nur eins: ruhig bleiben. Crowe, Hudson und Haddow waren, als man sie auf dem Gletscher fand, mit dem Manila-Seil des Alpine Clubs verbunden. Lord Francis Douglas wurde nie gefunden. Die 4 sind die ersten von bis heute an die 600 Opfer des Matterhorns. Wir sind hier am Fuße der Nordwand, ziemlich genau unter dem Gipfel des Matterhorns. Die Männer fielen über 1000 Meter in die Tiefe, die gesamte Nordwand hinunter. Am Ende sieht man diesen Überhang. Von dort fielen sie einige hundert Meter im freien Fall, bevor sie hier aufschlugen. Es ist grausam. Mir geht nicht aus dem Kopf, wie es ausgesehen haben muss, als sie hier aufschlugen. Man fand keine intakten Leichen, nur Körperteile. Die Männer konnten nur durch Hemden, Hosen oder Gürtel identifiziert werden. Ihre Überreste fielen über den Felsvorsprung und klatschten in den Schnee. Ein grausiges Ende für eine so bemerkenswerte Leistung. Es bleibt unklar, wie den Überlebenden der Abstieg gelang. Sie müssen den Horror überwinden. Für die nächsten 300 Höhenmeter benötigen sie 7 Stunden. Die folgende Nacht verbringen sie auf 4100 Meter im Freien. Später bekennt Wimper, dass er in dieser Nacht um sein Leben gezittert habe. Taugwalder Sohn wird sagen, dass die ganze Nacht kein Wort gesprochen worden sei. Am nächsten Tag erreichen die 3 Überlebenden gegen Mittag Zermatt. Noch ahnen sie nicht, was über sie hereinbrechen wird.
Im ersten Moment ist das sicher ein grosser Empfang. Im ersten Moment war wohl ein grosser Empfang im Dorf. Dann rückte jedoch rasch der Unfall in den Vordergrund. Man fragte sich, wer ist schuld? Wer hat was falsch gemacht? Es kam zu Schuldzuweisungen, vor allem seitens von Wimper gegenüber Taugwalder Vater. Bald schon beginnt eine erbitterte Auseinandersetzung um die Wahrheit am Berg. Es ist ein ungleicher Kampf. Peter Taugwalder vermutlich nicht einmal des Schreibens mächtig. Die Publicity, die der Unfall auslöste, war enorm. Es kamen Engländer ums Leben. Douglas war ein Lord. Die Queen sagte, man solle das Bergsteigen verbieten. Es sei schade, das adelige Blut an die Berge zu verlieren. Die Bilder des Unglücks am Matterhorn gehen um die Welt. Die Erstbesteigung des Matterhorns markiert das Ende des goldenen Zeitalters des Bergsteigens. Davor gab es kaum Unfälle und nun dieses schockierende, fürchterliche Unglück. Es entsetzte die britische Öffentlichkeit dermaßen, dass man es für notwendig hielt, ihn öffentlich zu machen und zu beweisen, dass keine Fremdeinwirkung, keine Verschwörung im Spiel war. Eine Woche nach dem Unglück tagt das Untersuchungsgericht in einem Zermatter-Hotel. Mr. Wimper, please. Es besteht aus juristischen Laien. Der Richter ist ein Hotelier. Wie kam es zu dieser unglücklichen Katastrophe? Edward Wimper beginnt seine Schilderung des Unglücks mit dem Aufbruch vom Zeltlager morgens um 3.40 Uhr. Von dort bis zur Bergschulter sei der Aufstieg problemlos gewesen. Erst auf über 4000 Metern Höhe habe der Bergführer Michel Croix alle Teilnehmer angeseilt. Danach habe dieser die Führung der Seilschaft übernommen. Um 13.40 Uhr habe man den Gipfel erreicht. Dort sei man eine Stunde geblieben. Die Stimmung sei heiter gewesen. Für den Abstieg, so Wimper weiter, habe man exakt dieselbe Route gewählt wie beim Aufstieg. Alle sieben seien mit Seilen verbunden gewesen. Das Seil zwischen Lord Douglas und Vater Taugwalder sei aber weniger dick gewesen als die Seile zwischen den anderen. Mr. Haddow hatte große Probleme. Mr. Crow verhalf ihm zu einem Stand. Als er sich umwandte, um selbst abzusteigen, glitt Mr. Haddow aus. Sein Sturz riss Mr. Crow mit. Und dieser wieder Mr. Hudson und nach ihm Lord Douglas. Der kurze Moment dieses Geschehens erlaubte es mir und den beiden Taugwalder, festen Tritt zu fassen. So fest, dass das Seil zwischen Lord Douglas und Taugwalder Vater riss. Nach seiner Schilderung wird Wimper entlassen. Das Gericht hat keine weiteren Fragen an ihn. Peter Taugwalder befindet sich in einer anderen Lage. Als Bergführer steht er in der Verantwortung. Wenn einer aus Unsorgfalt oder weil er die Berufsregeln nicht beachtet, jemanden zu Tode kommen lässt, kann man ihn wegen einer fahrlässigen Tötung verurteilen. Das war damals nach dem Gesetzbuch des Kantons Wallis strafbar mit 2 Jahren Gefängnis oder einer Geldbuße. P.
Peter Taugwalder sagt aus, er habe am Morgen vor dem Aufbruch darauf hingewiesen, dass zwei Bergführer für eine Seilschaft dieser Größe zu wenig seien. Wimper und Hudson hätten aber entgegnet, sie seien ebenbürtig. Daraufhin habe er geschwiegen. Good morning. Oh. Morning, Hanno. How are we? Lord Francis Douglas. We're at Hudson Crow, I believe. Good winter. I'm glad you could join. Das Anseilen habe jeweils Bergführer Crow besorgt. Beim Abstieg sei dieser mit Haddo, Hudson und Lord Douglas vorausgegangen. Das dicke Ersatzseil, das Crow auf sich trug, kam nie zum Einsatz. Wimper und sein Sohn seien noch eine Weile auf dem Gipfel geblieben. Er, Taugwalder, sei dann alleine aufgebrochen. Kurz vor der Absturzstelle habe er Lord Douglas ans Seil genommen. Er habe dafür ein dünneres Seil benutzt, weil Lord Douglas' Seilende zu kurz gewesen sei, um sich auch noch daran festzubinden. Seiner Meinung nach sei das Seil jedoch hinreichend stark gewesen, sonst hätte er es bereits vor der Besteigung zurückgewiesen. All good? Yes, it's good. Onwards! Ungefähr 100 Meter unterhalb des Gipfels sei Haddo ausgerutscht. Um fester zu stehen, habe ich mich gegen den Fels gekehrt. Da das Seil zwischen Wimper und mir nicht gespannt war, konnte ich es Gott sei Dank um einen Felsvorsprung wickeln. Es gab mir die notwendige und rettende Festigkeit. Peter Taugwalder hatte auf alles eine Antwort. Er sagte zunächst, es habe einige darunter gehabt, die sehr fit gewesen seien und mehrmals ähnliche Situationen erlebt hätten. Wegen des Seils. Zwischen Peter Taugwalder und Lord Douglas wurde hier ein dünnes Seil verwendet. Warum nahm der Bergführer ein dünnes Seil? Er verteidigt sich, indem er sagt, das vordere Seil sei zu kurz gewesen, um sich auch noch daran festzubinden. Kommt hinzu, dieses dünne Seil war damals üblich, damit war man noch kurze Zeit vorher zu Berge. Es war die Pionierzeit. Man wusste noch nicht genau, welches Seil richtig war. Dann muss man wissen, dass die Reisenden die Seile selbst mitbrachten. Denn die Engländer wussten durch ihre Schifffahrtserfahrung mehr über Seile. Deshalb nahmen sie diese selber mit. Und deshalb konnte man dem Bergführer nicht vorwerfen, er habe das falsche Seil eingesetzt. Bergführer jetzt nicht können vorwerfen, dass er das falsche Seil eingesetzt hat. Habt ihr zu den obigen Angaben noch etwas beizusetzen? Ich bin fest überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt. Wenn das Seil zwischen Lord Douglas und mir nicht gerissen wäre, dass ich mit Führer Crow die Herren hätte retten können. Mit dem Führer Crow die Herren eigentlich eine Rettung. Dass der Taugwalder Vater gemeint hätte. Dass Vater Taugwalder glaubte, er hätte sie halten können, wäre das Seil nicht gerissen. Das ist unmöglich. Wir haben an den Bergführerkursen Tests gemacht. Die Wucht, die sich entwickelt, wenn Leute fallen, ist enorm. Er meinte mit seiner Aussage vor Gericht wahrscheinlich, Crow halte sie von unten und er von oben. Aber Crow war ja auch gestürzt. Crow konnte nichts mehr machen. Im Dorf gilt Taugwalder nach dem Unglück für viele als Held. Dank seiner Geistesgegenwart konnte er drei Menschenleben retten. Die Aussicht. Unglaublich. Das glaube ich gar nicht. Alles ist wunderbar gelaufen. Und auf einmal ist es passiert. Aber ich habe mich noch mehr gut gehabt. Hier. Hier siehst du, wenn man die Zähne eingeschnitten hat. Das ist gut gemacht. Gesundheit. Ich glaube schon, dass Peter Taugwalder wach genug war, dass er sich umgeschaut hat, wo er im Notfall das Seil blockieren konnte. Das macht ein Bergführer automatisch.
Er ist immer wach und bereit, das Seil zu blockieren, sollte es zu einem Rutscher kommen. Ein Bergführer vom Format eines Taugwalders hat das sicherlich gemacht. Er war bereit, um zu reagieren. Peter Taugwalder hat das sicher so gemacht. Also er ist bereit, zum reagieren. Taugwalder Vater hat jedoch auch Kritiker im Dorf. Und Neider. Es gibt Leute, die behaupten, die Einheimischen glaubten immer an die Unschuld von Taugwalder. Aber es gibt auch andere. Für ihn war es jedenfalls schwierig. Dazumal war ja der Pfarrer gegen die Bergsteigerei. Und als es vier Tote gab, sagte man, haben wir nicht immer gesagt, dass es gefährlich sei? Hört auf damit. Bleibt bei der Berglandwirtschaft und seid damit zufrieden. So kam es, dass die Stimmung allmählich gegen ihn kippte. Die Stimmung ein bisschen gekippt, gell, gegen ihn. Vielleicht krebst Peter Taugwalder deshalb bei der zweiten Befragung etwas zurück und passt seine Aussage Wimpers Version an. Bei der zweiten Vernehmung wird verhandelt, warum es Unterschiede zwischen seinen und den Aussagen Wimpers gab. Es ging vor allem darum, wer zuerst stürzte und wer dann als nächster mitgerissen wurde. Dabei steht immer die Frage im Raum, hätte man das verhindern können? Hätte Taugwalder zusammen mit Crow die anderen halten können? Das war allerdings nach seiner Variante nicht möglich. Es gelang ihm, das Seil im entscheidenden Moment um den Felsen zu schwingen. Dort konnte er es noch einklemmen. Dann riss es. Der Riss wurde am Ende von beiden übereinstimmend festgehalten, zumindest im Verhör. Übereinstimmung zwischen Taugwalder und Wimper gibt es auch betreffend der Rolle von Douglas Haddow. Dieser sei ein totaler Anfänger am Berg gewesen. Das Gericht entscheidet, das Unglück sei ein tragischer Unfall gewesen, ausgelöst durch Douglas Haddows Ausrutscher am Berg. In der Erwägung, dass der Herr Haddow die Ursache vom Unglück war, wird beschlossen, dass der vorliegende Untersuchung keine weitere Folge sollen. Zu sagen, es war seine Schuld, ist lächerlich. Er war eingeladen und wenn Sie jemanden einladen, sind Sie für ihn verantwortlich. Jeder hätte ausrutschen können. Man muss nicht unerfahren sein, um am Berg auszurutschen. Sie könnten auch sagen, Hudson ist schuld, weil er das Seil nicht straff hielt. Es könnte sein, dass Crow, der ihm half, für einen Augenblick die Konzentration verlor und dass ihn Haddow deshalb umstieß. Sie können nicht eine Person verantwortlich machen. Bei einem Unfall spielen immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Pen Haddow, der Nachfahre von Douglas Haddow, ist mit dem Entscheid des Walliser Gerichts nie einverstanden gewesen. In Zermatt setzt er seine Spurensuche zusammen mit Benedict Perrin, einem Nachfahren der beiden Taugwalder, fort. Im Matterhorn-Museum ist das Originalseil, das beim Unglück zum Einsatz kam, ausgestellt. Normalerweise hat man ja damals dickere Seile. Genauso wie eine Kopie des Spezialseils des Alpine Club mit dem roten Markierungsfaden. Das Original ist bis heute verschollen. Und so weiter. Kleinigkeiten wie Hudsons Gebetbuch. Hut und Rosenkranz von Michel Crow, die Schuhe von Lloyd Douglas und, besonders aufschlussreich, diejenigen, die Douglas Haddow trug. Wenn du diese Schuhe vergleichst, siehst du hier Nägel unter der Sohle. Haddows Schuhe sind nicht genagelt. Zwei total verschiedene Paar Schuhe. Der eine ist ein richtiger, fester Bergschuh. Mit dem anderen kann man am Sonntag zur Messe gehen. Stell dir vor, du gehst mit solchen Schuhen auf Eis. Das ist unmöglich. Unglaublich, solche Schuhe zu tragen. Parlance, it's unbelievable.
Ich glaube, sie waren in Eile. Wimper wollte sofort los. Die Italiener waren schon auf dem Weg. Deshalb haben sie die Ausrüstung nicht überprüft. Das war's. Genau. Jemand hätte sagen müssen, mit diesen Schuhen stehst du auf Eis, wie auf einem Stück Seife. Was denkst du, wird passieren? Indes, nicht alle glaubten an einen tragischen Unfall. Neue Bilder und neue Theorien halten die Geschichte am Leben. Wenn etwas einmal öffentlich geworden ist, hält es die Presse fest. Und die Presse gibt sich nicht mit langweiligen Antworten zufrieden. Sie braucht Aufregenderes. So beginnt man, über konspirative Theorien zu sprechen und Gerüchte über geschnittene Seile zu verbreiten. Das ist viel besser für die Presse. Bis nach Österreich dringen die Gerüchte über den Absturz vor. Die Wiener Neue Freie Presse veröffentlicht eine neue, spektakuläre Theorie über das Unglück. Im Mittelpunkt steht das Hilfsseil und Edward Wimper. Die Zeitung schreibt: Dann, als Vater Taugwalder die Kräfte immer mehr versagten, riss das Seil. Oder hatte ein Messer, das hinter Taugwalders Rücken hervorgezogen ward, es durchgeschnitten? Es mag wahr sein, dass der Schnitt ins Seil nur eine Amputation war, welche das trennte, was bereits dem Tode verfallen war, und um diesen Preis das rettete, was noch auf den Füßen stand. Jedenfalls aber bleibt die Tat eine furchtbare, und ihre Verantwortung vor dem Gewissen muss, denke ich, einen Menschen fast von Sinnen bringen können. Wimper ist in Interlaken eingetroffen. Leute, die ihn von früher kennen, wollen ihn ganz verstört und wie geistig verwildert gefunden haben. Wenn es stimmt, dass das Seil zerschnitten worden ist, dann haben wir es mit einer Tötung zu tun. Dann wurde es absichtlich gemacht. Im damaligen Walliser Strafgesetzbuch gab es da zwei Bestimmungen, nämlich Mord, das war die vorsätzliche Tötung, oder der Meuchelmord, wenn man die Tat mit Vorbedacht gemacht hätte. Das waren schwerwiegende Delikte, die mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder sogar mit der Todesstrafe bestraft werden konnten. Ist das Unglücksseil geschnitten oder gerissen? Professor Paul Smith untersucht das Original aus dem Matterhorn-Museum von Zermatt. Smith ist Materialforscher an der ETH Zürich. Hier sieht man deutlich diese Schnittstellen. Und das sieht man an unterschiedlichen Teilen. Hier sieht man auch wieder deutlich, dass das geschnitten ist. Die Ende von den Mikrofasern sind senkrecht, teilweise. Und das ist nur möglich, wenn mit einem Messer geschnitten ist. Das sieht man ganz deutlich an der Art und Weise, wie die Bruchflache aussieht. Für mich ist das eindeutig. Wer könnte das Seil zerschnitten haben? Meine Interpretation ist die, dass Wimper kaum in Frage kommt. Denn im Verhör sagt Taugwalder aus, Wimper sei weiter oben gestanden und habe das Ganze besser gesehen. Das macht's für mich unwahrscheinlich, dass Wimper in diesem steilen Gelände runterrennt und bei der Schnelligkeit, in der alles passiert, noch das Seil durchtrennt. Da hätte er auch noch das Messer hervorholen müssen. Das scheint mir sehr unrealistisch. Taugwalders Sohn stand, laut den Aussagen des Vaters, hinter Wimper und konnte das Unglück nicht sehen. Wenn, dann war es eher Vater Taugwalder, der vielleicht zuerst das Seil um einen Felsen wickeln konnte, sich dann dort festklammert, dann aber spürt, wie es drückt, und es sind vier Leute unten. Es ist prekär. Er merkt, es könnten jederzeit alle mitgerissen werden. Und dass er dann mit einem Messer das Seil durchschneidet. Das scheint mir unter den bekannten Umständen am realistischsten. Unter dem Umstand von dem, was man weiß, am realistischsten zu sein.
Die Bergführer von Zermatt würden das Matterhorn darauf verwetten, dass Peter Taugwalder das Seil nicht mit einem Messer durchschnitt. Diese Gewissheit vermag selbst das zweifelsfrei zerschnittene Unglücksseil im Museum nicht zu erschüttern. Nein, das. Nein, das ist totaler Blödsinn, was du sagst. Das gibt es nicht, das ist unmöglich. Da müsste einer bereits vor dem Unfall mit dem offenen Sackmesser bereit gewesen sein. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell so ein Unfall passiert. Man sieht es auch an den Verletzungen, die Peter Taugwalder hatte, weil er das Seil in den Händen hielt. Da hatte er keine Chance, auch noch ein Sackmesser zu öffnen und 3 bis 4 Meter tiefer das Seil zu zerschneiden. Als Beweisstück für einen Seilschnitt taugt es in der Tat nur bedingt. Ob dies das tatsächliche Seilende ist, die wahre Schnittstelle, ist nicht zu beweisen. Wimper schreibt dazu, er habe das zerrissene Seil gleich nach dem Unglück konfisziert. In England machte er dieses Foto davon. Wie das Seil von dort wieder zurück nach Zermatt ins Museum gekommen sein soll, ist eine offene Frage. Alle lieben die Geschichte vom Seilschnitt. Doch wir sollten bei den Fakten bleiben. 4 Männer hängen an einem Seil, das eher eine bessere Schnur war, ein sehr dünnes Seil. Ich habe es im Museum selbst gesehen. Damit kann man ein Schiebefenster hochziehen, aber nicht 4 Bergsteiger halten, die abstürzen. Um festzustellen, wie stark das Seil war, das Taugwalder verwendet hatte, wird ein originalgetreu nachgeflochtenes Exemplar einigen Tests unterzogen. Ein Experte fädelt das Seil in die Testapparatur ein. Dann wird es gespannt. Das Seil reißt schon bei einer Belastung von 300 Kilogramm. Der Falltest zeigt, dass das dünne Seil bei einer Belastung von 85 Kilo bereits aus einer Fallhöhe von nur 20 Zentimetern reißt. Dies beweist, das Seil beim Absturz der 4 Bergsteiger 1865 war so schwach, dass es reißen musste. Zum Seilschnitt ist es wohl nie gekommen. Sogar das Spezialseil des Alpine Club wäre vermutlich unter der Belastung der abstürzenden Körper gerissen. Trotzdem hält sich das Gerücht des Seilschnitts hartnäckig und lastet auf den Überlebenden. Auch Wimper hat seine Kritiker und Neider, besonders unter den ehrgeizigen Bergsteigern des britischen Alpine Club, denen er am Berg manche Niederlage beschert hatte. Man kann sich vorstellen, dass Wimper durch die Verdächtigungen und das Gerücht, er habe sogar das Seil zerschnitten, gereizt war. So mag er zum Schluss gekommen sein, es sei an der Zeit, mit seiner Einschätzung der Taugwalders an die Öffentlichkeit zu treten. Sie hatten ihn nie speziell beeindruckt. Er schrieb 5 Jahre an seinem Buch Scrambles in the Alps und begann plötzlich, da seine Kritik an den beiden Taugwalders einzuflechten. Wimpers Buch erscheint 6 Jahre nach dem Unglück. Darin wirft Wimper dem alten Taugwalder vor, er habe damals beim Abstieg bewusst das dünne Seil gewählt. So habe er sich selbst schützen wollen, falls die ersten 4 stürzen sollten. Wimper begründet seinen Sabotagevorwurf weiter. Es bleibt die verdächtige Tatsache, dass das gerissene Seil das dünnste und schwächste war. Dies ist verdächtig, weil keiner der 4 Vordersten ein schwaches Seil genommen hätte, wo doch noch reichlich vom starken Seil vorhanden war. Wenn Taugwalder aber vermutete, dass ein Unfall passieren könnte, so war es in seinem Interesse, dass die Bergsteiger vor ihm das schwache Seil benutzten. Das ist eine verdammte Gemeinheit von Wimper. Das ist eine verdammte Gemeinheit von Wimper. In Unterstellung.
Eine absolut unfaire Anschuldigung. Damit hat er den guten Ruf von Taugwalder kaputt gemacht. Es ist eine Unterstellung. Also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Taugwalder so etwas überhaupt gedacht hat. Ich nehme ein dünnes Seil, damit es reißt, wenn ich den Gast nicht halten kann. Der Bruch zwischen Wimper und den beiden Taugwalder muss in den dramatischen Stunden nach dem Unglück passiert sein. Wimper wirft ihnen vollkommenen Mangel an Haltung und brutalste Gefühllosigkeit vor. Wir kennen die Reaktion auf den Absturz nur von Wimper. Und wir wissen nicht, ob das, was er sagt, wahr ist. Gemäß ihm litten die Taugwalder unter einem schrecklichen Schock. Sie waren panisch. Wimper sagt, sie hätten geklagt. Was passiert jetzt mit uns? Werden wir jetzt, wo unsere Zahlmeister tot sind, bezahlt? Eine ziemlich schockierende Bemerkung. Dann reißen sie sich zusammen. Und wenn ich mich recht erinnere, geht Wimper später sogar ungesichert voraus. Unter Schock steigen sie am Hörnligrat ab. Irgendwann wird es dunkel und sie realisieren, dass sie es nicht mehr bis zum Zeltlager schaffen werden. Sie halten an und verbringen die Nacht zitternd auf einem schmalen Felsvorsprung, bevor sie morgens wieder weiter können. Beim Eindunkeln, so Wimper, hätten die beiden Taugwalder ihn gedrängt, bei Mondschein abzusteigen. Danach hätten sie ihn genötigt, sich niederzulegen, in einer so zudringlichen und drohenden Art, dass er um sein Leben habe fürchten müssen. Die Leute waren traumatisiert. Und Wimper mag vielleicht das Gefühl gehabt haben, alle Auswärtigen sind tot und ich bin der Einzige, der es noch nicht ist. Vermutlich hat er sich das selber eingeredet. Aber ich glaube nicht, dass Taugwalder Vater und Sohn ihm irgendetwas antun wollten. Wenn sie diese Absicht gehabt hätten, hätten sie es 100-mal durchziehen können. Wimpers Anschuldigungen treffen Taugwalder Vater schwer. Er ist ohnehin angeschlagen. Seine Frau war schon vor dem Unglück verstorben. 2 Jahre nach dem Unglück ertrinkt sein zweiter Sohn Josef im Schwarzsee. Er hatte weniger Gäste. Das Renommee war beschädigt. Kommt hinzu, dass es für einen Bergführer immer sehr schwierig ist, wenn ein Unfall passiert. Das ist auch heute noch etwas, das man möglichst nicht erleben will. Die Abergläubigen im Dorf sprechen schon bald von der Rache des Berges. Was Vater Taugwalder aber letztlich vernichtet, ist Wimpers Aussage, Taugwalder sei geistig verwirrt und als Bergführer nicht mehr zu gebrauchen. Das war Rufmord gegenüber Peter Taugwalder. Es hatte zur Folge, dass er gar keine Gäste mehr bekam und als Bergführer nicht mehr arbeiten konnte. Es belastete ihn sehr, finanziell und psychisch. Peter Taugwalder band sich mit dem dünnen Hilfs- oder Halteseil an Lord Douglas, weil er kein anderes zur Hand hatte. Das zweite, das dicke Ersatzseil, trug wahrscheinlich Michel Cron. Bis heute ist allerdings nicht restlos geklärt, warum Peter Taugwalder das dünne Hilfsseil verwendete. Anstelle des neuen, viel leistungsfähigeren Seils vom Alpine Club. Jenes mit dem roten Faden innen. Doch jetzt gibt es neue Indizien. In der weltberühmten Bodleian Library in Oxford hat Penhaddo einige Briefe und ein Buch aus dem Jahre 1965 entdeckt. Thema: Das erste Unglück am Matterhorn. Geschrieben von Arnold Lunn, dem berühmten Skipionier und Mitglied des Alpine Club. Die Schlüsselpassage handelt von einem Seilschnitt Wimpers. Allerdings nicht beim drohenden Absturz, sondern sehr viel früher.
kurz vor dem Gipfel. Eine völlig neue These. Das Seil wurde tatsächlich durchgeschnitten. Was für ein schrecklicher Mensch. Und gar nicht falsch, wenn diese Geschichte endlich einmal ans Licht kommt. Das Buch liefert neue Hinweise. Es geht um den Moment, wo der Matterhorn-Gipfel in Sicht kommt. Crow und Whimper waren so aufgeregt, dass sie sich vom Seil losmachten. Den Berg hochsteigen, dabei den Knoten lösen, aus der Schlinge schlüpfen und den Vordermann überholen. Das ist ziemlich schwierig. Whimper soll dem populären englischen Romancier Mason eingestanden haben, wie er sich aus dem Seil löste. Whimper erzählte Mason, wenn ich es mir recht überlege, so habe ich wohl das Seil hinter mir durchgeschnitten, damit ich leichter vor Crow zum Gipfel eilen konnte. Whimper war derjenige, der im Aufstieg das Seil zerschnitt, weil er als Erster auf dem Gipfel sein wollte. Er schnitt sich vom Partieseil und rannte los, um sein Ego zu befriedigen. Deshalb nahm ihm Taugwalder den Vorwurf, er habe bewusst ein dünnes Seil genommen, sehr übel. Taugwalder nahm das Seil, das ihm zur Verfügung stand. Im Nachhinein betrachtet war das natürlich ein Fehler. Es war zu schwach, aber er hatte zu diesem Zeitpunkt keine andere Option. Nach Whimpers wahrscheinlichem Seilschnitt besteht das Seil des Alpine Club aus zwei Teilstücken. Das eine Stück wird von den vorderen vier benutzt. Das zweite Teilstück von Taugwalder Junior, Whimper und Taugwalder Senior. Die Verbindung zwischen den beiden Gruppen bildet das dünne Seil. Whimper macht klare Aussagen, in denen er seinen Bergführern vorwirft, sie hätten aus Unfähigkeit oder sogar bewusst ein schwaches Seil verwendet, um sich selbst bei einem Unfall nicht zu gefährden. Und nun entdecken wir, dass es Whimper selbst war, der das Seil auf dem Weg nach oben durchgeschnitten hat. Das ist unerhört. Whimper verschweigt seinen Seilschnitt und bezichtigt stattdessen Peter Taugwalder arglistigen Verhaltens, um, so die Vermutung, von seiner Mitverantwortung am Unglück abzulenken. Whimper schreibt einen Weltbestseller, in dem er sich als großen Anführer und Bergsteiger darstellt. Das ist schäbig. Insbesondere von einem, der überlebt hat und seine Version der Geschichte bringen kann. Peter Taugwalder muss zeitlebens mit Whimpers Anschuldigungen leben. Im Dorf soll er, auf diese angesprochen, vor Wut handgreiflich geworden sein. Er kam nie über Whimpers Anschuldigungen hinweg. Er war nachher ein gebrochener Mann. Er wanderte nach Nordamerika aus, blieb dort einige Jahre, wohl auch um etwas Distanz vom Matterhorn zu bekommen, kam dann wieder zurück nach Zermatt und beteiligte sich am Bau des Hotel Schwarzsee. Peter Taugwalder wird mit 68 Jahren sterben. Doch auch auf Whimper liegt das Unglück am Matterhorn wie ein Fluch. Zwar hat ihn der Erfolg seiner Bücher finanziell unabhängig gemacht, aber der ersehnte Aufstieg in die höhere Gesellschaft bleibt ihm verwehrt. Im September 1911 weilt Whimper in Chamonix im Grand Hotel Coutet. Dort erleidet er mit 71 Jahren einen tödlichen Hirnschlag. Ich glaube, das Unglück am Matterhorn hat ihn für den Rest seines Lebens gezeichnet. Jeder seiner Aufenthalte in Chamonix hat etwas Trauriges.
Hier stirbt er alleine, so wie er lange Zeit allein gewesen ist. Er hatte nach dem Matterhorn keine wahren Freundschaften. Ein Mann, der ganz verbittert und allein in seinem Zimmer stirbt. Bei seiner Beisetzung kamen die Leute von Chamonix und Umgebung zum letzten Geleit. Die Bergführer begleiteten den Leichenwagen und erwiesen diesem großen Alpinisten die letzte Ehre. Und auch heute noch ist Wimper in Chamonix ein großer Name des Alpinismus. Als die Nachricht von seinem Tod Zermatt erreicht, sagen viele: Jetzt hat sich das Matterhorn auch an ihm gerecht. Die Zermatter setzen nach dem Absturz auf Wimper als den großen britischen Helden. Vielleicht aus Kalkül, um die englischen Gäste nicht abzuschrecken und den aufkeimenden Tourismus nicht zu gefährden. Am Hotel Monte Rosa erinnert eine Bronzetafel an seinen Erfolg. Mr. Wimper. Die Taugwalder werden als Erstbesteiger nicht einmal erwähnt. Wimper war für das Dorf ein Segen. Es gab wegen des Absturzes ein unglaubliches Medieninteresse, vor allem in England. Viele Leute kamen nach Zermatt und wollten den Berg sehen und die Stelle, wo sich die Tragödie ereignet hatte. Es war der eigentliche Startschuss für den Tourismus in der Region. Zermatt wurde so zum Gewinner der Tragödie von 1865. Die Nachkommen Alex Perren rechts und Arthur Taugwalder hat es immer geärgert, dass das offizielle Zermatt stets nur Wimper als Erstbesteiger des Matterhorns feierte. Erst 90 Jahre nach dem Unglück wurde auf Drängen der Taugwalder Nachkommen an ihrem Wohnhaus eine Tafel angebracht, die ihre Leistung als Begleiter von Wimper würdigt. Die Engländer waren immer die Pioniere. Trotzdem ist es nicht in Ordnung, was man gemacht hat. Auch heute noch heißt es auf die Frage, wer das Matterhorn bestiegen hat, der Wimper. Über die Taugwalder spricht man bis heute nicht. Das tut einem auch weh. Die Zermatter hätten sagen können, dass Wimper zusammen mit den Taugwaldern erfolgreich gewesen sei. Deshalb würden wir nicht einen Engländer weniger oder einen Engländer mehr haben. Und niemand würde sich beleidigt fühlen. Es gibt auch andere Beispiele, wenn auch wesentlich später. Nehmen wir Sir Hillary, der mit Sherpa Tenzin den Mount Everest bestieg und nachher zeitlebens ein enger Freund und großer Förderer des Himalaya blieb. Das Beispiel zeigt, es wäre auch ein anderes Verhältnis möglich gewesen. Der letzte Überlebende der Katastrophe, Peter Taugwalder Sohn, setzt seine Karriere als Bergführer fort. Er empfängt weiterhin seine Gäste, meist ausländische Bergsteiger, vor dem Hotel Monte Rosa mit Ziel Matterhorn. Beim Anblick des Hotels auf dem Schwarzsee mag er sich an seines Vaters Worte erinnert haben. Schade überlebte Wimper und nicht der freundliche Lord Douglas. Die Einheimischen geben ihm den klingenden Beinamen Matterhorn Peter. Er nahm einen anderen Weg, bekam viele Gäste und wurde ein gefragter Bergführer. Das Matterhorn bestieg er noch mehr als 125 Mal. Und hat voll auf dem Mädchen noch geschafft. Benedikt Perren zeigt uns die kleine Hütte im Weiler Biel, wo Matterhorn-Peter zurückgezogen seinen Lebensabend inmitten seiner großen Kinder- und Enkelschar verbrachte. Im März 1923 stirbt er mit 80 Jahren eines natürlichen Todes. Die Taugwalder wurden erst spät rehabilitiert. Dass dies so lange gedauert hat, daran haben auch sie ihren Anteil.
Ich bin mit der Großmutter raus. Ich war oft als kleiner Junge bei meiner Großmutter im Weiler zum Biel, wo sie im Sommer wohnten. Es wurde nie ein Wort über die Erstbesteigung oder über das Bergsteigen gesprochen. Mein Onkel war auch Bergführer, aber nein, man sprach kein Wort darüber. Ich weiß nicht warum. Es ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Auch heute, 150 Jahre nach der Erstbesteigung, zieht das Matterhorn Alpinisten aus der ganzen Welt magisch an. Das ist der Ort, wo es passiert ist. Genau dort drüben. Am Ende seiner Spurensuche möchte Penhaddo an den Ort, wo sein Vorfahrer in den Tod stürzte. Zusammen mit dem erfahrenen Matterhornführer Benedikt Perren sucht er letzte Klarheit. Haddo slipped, you know? Als Haddo ausrutschte, stand Peter Taugwalder hier, in dieser Position. Es gelang ihm, das Seil um diesen Block zu winden. So konnte er es fixieren und das Gewicht halten. Dann riss das Seil. Es ist sehr eindrücklich für mich, weil es eindeutig dieser Fels ist. Für mich sind diese kleinen Details kurz vor dem Unfall wichtig. Es ist der einzige weit und breit. Wir sind hier nur einen Schritt von dem Ort entfernt, wo der tödliche Unfall passierte. Erst Crowe, dann Haddo, dann Hudson, dann Lord Douglas stürzen auf dieser Linie und verschwinden. Taugwalder hört ihre Schreie. Er blickt auf, sieht einen Körper fallen, sichert das Seil über den Block und weg sind sie. Das war's. So schnell geht das. Sie waren eigentlich alle überfordert, außerhalb ihres Erfahrungsbereiches. Natürlich gaben sie alle ihr Bestes, weil sie wussten, dass ihr Leben daran hing. Doch das Beste war nicht gut genug. So ist das Leben und der Tod in den Bergen. Und dann ist sie wieder da. Die Frage, die sich die Menschen schon vor 150 Jahren stellten. Lohnt es sich, für einen Gipfel sein Leben zu riskieren? Als Penhaddo das Grab seines unglücklichen Vorfahren besucht, verflüchtigt sich die Sinnfrage. Well, Douglas, we meet at last. Endlich treffen wir uns. Du hast 150 Jahre darauf gewartet. Vieles, was ich in meinem Leben getan habe, wurde von dir beeinflusst. Dein Ehrgeiz, dein Antrieb und ja, deine Leistungen inspirierten mich durchs Leben. Danke. War es ein Unfall, Sabotage oder war es Mord? Auch neue Indizien können dies mit letzter Sicherheit nicht klären. Nur der Berg kennt das Geheimnis. Aber der Berg schweigt.